Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Heute gucken wir in das Völkchen rein, welches ja vor nicht allzu langer Zeit eins meiner stärksten Wirtschaftsvölker war, mit drei gut gefüllten Honigräumen, welches die innerhalb von einem Monat vollgemacht haben. Aber dann kam natürlich ein Schwarm und dann sind mir die Bienen abgehauen. Und jetzt ist das schon wieder einige Zeit her. Und die Königin, die ja hoffentlich geschlüpft ist, müsste befruchtet sein, begattet sein und auch jetzt schon fleißig am Eierlegen sein. Und das möchte ich jetzt einmal kontrollieren. Und wenn das eben halt nicht der Fall ist, dementsprechend auch einschreiten. Vielleicht, wenn keine Königin da ist oder so. Kann ja passieren. Hatte ich alles schon erlebt. Da muss man dann eben halt rechtzeitig einschreiten. Wenn nämlich die Königin zum Beispiel beim Begattungsflug aufgefressen wird. Habe ich alles schon erlebt. Deswegen ist mir ein Volk eingegangen, weil ich dann längere Zeit nicht reingeguckt habe. Und nochmal möchte ich, dass mir das nicht passiert. Deswegen gucke ich jetzt lieber rein, bisschen früher. Naja, früher ist es nicht. Es ist jetzt auch schon drei Wochen, glaube ich, her. Aber, oder vier, ist eigentlich schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und wie gesagt, die Königin müsste eigentlich schon in der Eilage sein. Aber man weiß das immer nicht. Wie gesagt, kann auch mal passieren, dass eine Königin aufgefressen wird, nicht mehr nach Hause kommt. So. Aber wenn ich hier den Kunststoffdeckel schon mal aufmache, fällt mir auf, dass hier oben auf alle Fälle noch allerhand Bienen drin sitzen. Ich nehme mal jetzt hier eine Mittelwabe. Da können wir das vielleicht gleich auch erkennen, dass wir noch ein paar Bienchen hier haben. Hier kann man das gut sehen. Es sind noch genug Bienen da und die sind auch fleißig hier am Verdeckeln. Ich denke mal, ja, eine Woche noch und dann werde ich diesen Honig hier ernten können. Der wird wahrscheinlich jetzt schon reif sein, aber wenn man sich das hier anguckt, sieht das eigentlich schon sehr gut aus. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Bild. So muss das eigentlich aussehen. Wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man hier, wie schön das hier verdeckelt ist. Frische weiße Deckel und eine eklige Fliege. Das muss nur noch sein. Und das ist immer hier ein herrliches Bild. Und wenn das nämlich so aussieht, die Wabe, ich versuche ja, wenn möglich, dass die Wabe komplett verdeckelt ist, dann ist das nämlich ein Zeichen dafür, dass der Honig reif ist und dass sie den nämlich so weit runtergetrocknet haben, dass die ja einen Deckel draufpacken, dass er nicht eben halb wieder Wasser anzieht und eben halb im Winter haltbar ist. Also sprich, dass keine Feuchtigkeit mehr rankommen, keine Keime und Bakterien wahrscheinlich auch. Also er ist dann richtig verschlossen. Und hier machen die eben halb noch einen Deckel drauf, trocknen den Honig so weit runter, dass hier auch ein Deckel raufkommt und somit ist er auch haltbar. Und der Imker muss eben halt gucken, dass der Honig nicht zu feucht ist. Das hat ja immer was mit dem Feuchtegehalt zu tun. Die trocknen den ja runter. Und vernünftiger Honig darf eigentlich nur eine Maximalfeuchtigkeit von 18% haben. Ich versuche aber wirklich weit runter zu kommen, wenn es möglich ist. Und erst dann den Honig zu ernten. Weil umso haltbarer ist er eben halt auch. Und Honig ist ja auch ein Qualitätsprodukt und muss dementsprechend auch hochwertig geerntet werden. Oder sagen wir mal so, muss natürlich darauf geachtet werden, dass man den Honig nicht zu früh erntet und der dann bei fremden Personen, die dann den Honig kaufen oder so, also bei den Kunden, bei der Kundschaft, dass er dann nicht dort auf dem Tisch dann anfängt zu gären. Das kommt nicht so gut an. Mir passiert das nicht, weil ich den Honig ja nicht verkaufe. Erstmal. Aber hier, das sieht schon nicht schlecht aus. Ich denke mal, nächste Woche werde ich Honig ernten müssen. Naja, müssen, das hört sich immer schon wieder so an. Werde ich wollen, können, dürfen. Das ist ja ein Privileg. Gut, wir machen das erstmal hier wieder zu. Wir haben noch einen Honigraum. Da gucken wir auch gleich mal rein. So, und wie gesagt, das haben die eigentlich angeschleppt, obwohl die nur auf einem Brutraum sitzen. Also ist das gar nicht so schlecht. Ich werde auch nächstes Jahr wieder meine Völker so
führen, dass sie nur einen Brutraum haben. Das reicht komplett aus. Uiuiui. So, damit habe ich ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, das Schöne ist im Tab immer an diesem einen Brutraum, dass man nicht so viel durchwühlen muss, dass man nur einen Raum im Tab hat zum Kontrollieren. So. Jetzt gucken wir mal hier noch in den Honigraum. Das ist der erste Honigraum. Und hier sieht man auch schon, dass sie diesen auch schon schön verdeckelt haben. Das sieht auch sehr gut aus. Hier nochmal die andere Seite. Hier im Tab noch nicht so viel, aber ich denke mal, das werden die jetzt in den nächsten Tagen auch noch schön verdeckeln. So, hier so eine Wachsreste. Die werden bei mir nicht weggeschmissen. Die werden alle so zu so einem kleinen Bällchen geknetet. Und dann habe ich hier hinten im Schuppen, gucken, hier, eine kleine Backschale. Man kann auch was anderes nehmen, ist ja klar. Und da besamme ich im Tab die Wachsreste alle ein. Und dann kommen die alle schön in Sonnenwachsschmelzer, weil ich das immer recht schade finde, den wertvollen Wachs einfach ins Gebüsch zu schmeißen. Und deswegen wird bei mir wirklich jeder einzelne Klumpen, egal wie klein er ist, alles penibel gesammelt und dann ja in Sonnenwachsschmelzer gesteckt. Gut, jetzt gucken wir mal ein Stockwerk tiefer. Ha. Und was ich jetzt machen werde, ich werde hier einen Plastikdeckel raufpacken, weil das Problem ist, dass die Wespen echt massenhaft hier unterwegs sind. Das ist schon nicht mehr normal. Naja. So. Hier kann man das jetzt gut erkennen. Ich hatte den Deckel jetzt erst draufgepackt und dann haben wir hier eine Wespe. Hier ist auch so eine Wespe, hier, also alles voll mit Wespen. Die krabbeln hier wirklich gleich rein, die riechen das, gehen dann in die Zellen rein, klauen den Honig. Also unmöglich, die Biester. Gut, jetzt kommt das natürlich zum interessanten Teil. Wir gucken, ob die Königin da ist. Und ich werde jetzt gleich erstmal, so, da haben wir mein Zeichenset beiseite stellen. Das kommt erstmal dahin. Aber was mir auffällt, irgendwie fehlt das Zeichenröhrchen. So, das haben wir hier auch noch. So, Zeichenröhrchen und Zeichenset habe ich hier alles erstmal beiseite. Falls wir die Königin finden, wird diese natürlich auch gleich gezeichnet, sofern sie im Tab in Eilage ist. Vorher zeichne ich die Königin nicht, falls wenn ich nämlich noch auf einen Begattungsflug muss, ist das ein bisschen kontraproduktiv. Dann hat die so einen schönen grünen Markerpunkt auf dem Rücken und wird natürlich sehr gut erkannt von Königinräubern. Ja, gut. Hier ist erstmal nichts soweit. Wir packen die erstmal beiseite und gucken einmal weiter. Der Drohnenbaurahmen ist auch nicht angetastet. So, noch eins weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Hier fangen sie langsam das wieder an auszubauen. Ich hatte das hier die Wahl mehr rausgenommen, weil die irgendwie voll mit Honig waren oder so. Und dass sie das Brutnest im Tab nicht verhonigen, habe ich die rausgenommen. So. Gut, hier haben wir nichts. Keine Stifte. Kein gar nichts. Gut, schauen wir mal weiter. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier durchgucken und dann, wenn ich Brut sehe, sage ich euch dann Bescheid. Oder eben die Königin. So, jetzt nehmen wir mal hier die Wabe raus. Ich habe natürlich gerade schon mal raufgeguckt und
puste mal leicht. Wir sehen hier Brut drauf. Wir haben hier sogar schon verdeckelte Brut. Königin habe ich noch nicht gefunden. Aber die Zelle oder die Wabe hier, die ist komplett einmal bestiftet ringsherum. So. Hier. Damit ihr seht, dass ich euch nicht flunke oder so. Hier kann man das gut erkennen, dass wir hier schon schöne Maden drin haben. So noch ganz kleine Maden. Und auf der anderen Seite, ich drehe die mal, haben wir schon die ersten verdeckelten Zellen drauf. Ja, das ist natürlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Königin wieder angekommen ist nach dem Begattungsflug, dass die Begattung vernünftig funktioniert hat. Und wir schauen mal weiter. Wie gesagt, jetzt liegt es natürlich daran, noch die Königin zu finden. Wir wissen schon mal, dass eine vorhanden ist, dass sie fleißig am Stiften ist. Und jetzt müssen wir diese natürlich nur noch finden. Das ist natürlich gar nicht mal so einfach, weil die Königin nicht gezeichnet ist. Und ja, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Man findet sie natürlich auch. Nur in dem Gewusel geht die natürlich schneller unter. Deswegen zeichne ich die immer sehr gerne, weil das Ganze Rumgesuche dann immer vereinfacht. Weil so ein grüner Punkt in der schwarz-gelben Horde voller Bienen fällt natürlich immer ganz schnell auf. So, Königin ist gefunden. Sie lief gerade hier rum. Ja, einmal nicht hingeguckt. Hier läuft sie. Da läuft sie. Jetzt geht sie wohl gleich auf die andere Seite. Oder auch nicht. So. Genau, jetzt ist sie rübergegangen. So. Ich packe den jetzt hier mal kurz auf den Boden. Und jetzt versuche ich, die Königin zu fangen. Ich benutze jetzt diesmal nur das Zeichenröhrchen. Weil ich habe mal den Tipp gekriegt, nur das Zeichenröhrchen mal raufzupacken. Und ich versuche das jetzt mal. Warte, bis die Königin nach oben läuft. Das hat wunderbar funktioniert. Das war ja ein Traum. Oh, so, Königin ist hier drin. Ich habe das echt noch nie so einfach gehabt. Also vielen Dank. Ich weiß nicht mehr, wer das Kommentar geschrieben hat. Aber vielen Dank dafür. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp von der Person. Da freue ich mich richtig drüber. Und jetzt kommt das natürlich wieder aufs Zeichnen drauf an. Ich benutze hier immer so einen Lackstift, das geht ganz gut. Dann wird die leicht fixiert, nicht zu dolle drücken. Und dann kriegt die hier so einen Punkt drauf. Ich habe den jetzt nicht ganz getroffen. So. Und dann war es das schon. Ganz vorsichtig natürlich, wir wollen nicht die ganze Königin bemarkern. Und jetzt kommt die erstmal beiseite. Bei der Durchsicht, dass ich die jetzt nicht... ich packe die nämlich immer nicht gleich gerne so rein, weil in diesem Lackstift sind Lösemittel drin oder können Lösemittel drin sein. Besser wäre es natürlich, wenn sowas nicht drin ist, weil ich will sowas nicht aufs Tier schmieren. Aber die können im Teil den Geruch der Königin, den Eigengeruch, überdecken. Und dann kann es passieren, dass die Bienen die Königin anstechen oder so. Ist recht unwahrscheinlich, aber es besteht im Tab immer noch so eine kleine Chance und das muss echt nicht sein. Dem will ich entgegenwirken und deswegen warte ich immer noch ein paar Minütchen und gucke dann das Völkchen hier zu Ende. So, aber wie wir hier auch bei der Wabe schon gesehen haben, wieder schön Brut drin. Jetzt gucken wir noch die Randwabe, die ist eigentlich meistens nicht so gut besetzt, aber genau, hier haben wir auch ein bisschen Brut drauf, frischer Pollen. Wir haben hier also auch ein bisschen was drauf. Ja, hier haben wir die Königin aus der Wabe rausgenommen. Und ich mache das immer so, dass ich die Königin auch an der gleichen Stelle wieder entlasse. So, und rein ist sie. Ganz schnelle Sache, vielleicht habt ihr das sehen können. Ganz schnell reingesprungen und dann hier reingelaufen. So, dann quetschen wir das hier alles mal wieder zusammen. Gucken natürlich, dass keine Bienen dazwischen sind. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Das werde ich wohl nie lernen. Aber
die Wabe, die ich natürlich rausgenommen habe, die muss auch wieder rein. Ist ja wohl ganz logisch. Gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Durchsicht. Wir haben hier schön Brot gehabt, haben die Königin gezeichnet. Ich bin sehr zufrieden und bedanke mich damit recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir guckt und den Kanal abonniert. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.